wenn man im Krieg viel verliert, wenn man durch die Flucht die Erfahrung macht, dass nichts bleibt, dann war für mich die Lehre ziemlich klar formuliert. Ich soll mir im Leben etwas aneignen, was kein Diktator, kein Krieger mir wegnehmen kann. Und das ist eigentlich nur Wissen. Wissenschaft kann nur dann gelingen, wenn die Suche nach dem Wissen ein gemeinsames Suchen ist. Ich sehe Juden und Christen, aber auch unterschiedliche muslimische Strömungen nicht als Hindernisse auf dem Weg des Wissens, auf dem Weg der Wahrheit, sondern vielmehr als ein geteilter Weg, den wir gemeinsam besser gehen können. Denn wer sind wir, wenn nicht Suchende? Und je genauer und je kritischer und je akribischer ich mit meiner eigenen heiligen Schrift Umgang pflegte, umso mehr habe ich gemerkt, dass ich meinen eigenen Koran nicht verstehen kann, ohne die bleibende Bezogenheit zum Judentum und Christentum auch zugleich zu bedenken. Insofern ist mein Weg zum Dialog der Weg durch die koranische Offenbarung hindurch, die mir nicht nur den Dialog vorschreibt, sondern zu einer normativen Pflicht meines eigenen religiösen Lebens formuliert. Für Deutschland wünsche ich, dass wir in der Zukunft von einem Deutschland reden, in dem die in der Verfassung verankerte Achtung vor Vielheit, vor Diversität, vor Buntheit auch in der Gesellschaft verankert ist. Dass wir nicht immer wieder zurückfallen in alten Mustern, in ethnischen Einkerkerungen, in religiösen Eingrenzungen, sondern unser Leben als ein geteiltes Leben verstehen, basierend auf einem Grundsatz, auf einem Grundgesetz, das unser Leben prägt und fundiert, aber durch zum Beispiel unterschiedlichen religiösen Strömungen mit Leben gefüllt wird.